Ja, hallo Leute. Ich habe gerade von draußen meine Wasserflöhe geholt. Ein bisschen mit grünem Wasser. Wie ihr seht, geht es hoch her. Mit den Kleinen. Die sind sehr aktiv. Und die kommen jetzt in das Becken hier. Das habe ich vor 3 Wochen vorbereitet. Also so groß braucht euer Becken nicht sein. Ich bin nur faul. Unten ist normale Laub. Ihr wisst ja, Semane, Baumblätter braucht man nicht. Denn Huminstoffe entstehen durch die Abbauprozesse der Mikroorganismen. Das heißt praktisch der Kot sind die Huminstoffe. Huminstoffe sind braun. Und Wasser, das nicht braun ist oder wenigstens eine Färbung von braun hat, hat keine Huminstoffe. Jedenfalls hier habe ich das Becken schon angesetzt. Was mache ich damit? Moment. Meine Flasche kennt ihr ja. Und ich hole damit die Infusorien raus und füge die derzeit in mein neues Becken ein. Das ist mein Jungfischbecken. Das sind so ungefähr 15 Liter oder so. Mehr dürfen es nicht sein. Wie ihr seht oder nicht seht, das weiß ich nicht genau, sind hier schon Wasserflöhe drin und Infusorien toben hier auch schon drin drum. Das Becken ist jetzt 3 Wochen alt, habe ich vorbereitet. Vielleicht könnt ihr erkennen, dass das Wasser etwas grün ist, weil ich immer grünes Wasser als Futter zugebe. Das ist für Infusorien super. Ihr könnt natürlich auch einfache Hefe nehmen. Das geht auch. Hefe immer so viel, dass es am nächsten Tag verschwunden ist. Das mache ich mal. Moment. Dafür nehme ich bloß so eine kleine Kugel Backhefe. Ich bevorzuge immer Backhefe. Andere nehmen auch Bierhefe in Tablettenform. So. Und es wird morgen weg sein. Das reicht vollkommen aus. So ernähre ich meine Wasserflöhe drin und die Infusorien und was da noch drin rumkreucht und fleucht. Aber dazu werde ich dann mehr sagen noch bei dem Thema Infusorien. Warum das bei euch nicht funktioniert, kann ich euch dann in den anderen Videos zeigen. Oder ob ich es hier zeige, werde ich sehen. Okay, also meine Infusorien und die Wasserflöhe, die werde ich jetzt zu meinen Medakas mitmachen. Ein Teil, ein paar als Futter und der Rest kommt hier rein. Da unten, falls man sieht, ist ein Schwamm drin, da kommen die Tubifix noch hin. Die können sich dann da unten vermehren. Und meine Wasserflöhe und natürlich meine Infusorien. Für Infusorien sollte man mindestens ein 4 Liter Gefäß haben. Warum erkläre ich euch denn noch? 4 Liter sollten es schon sein, aber dieses Becken reicht vollkommen aus, sieht nicht schön aus, ist zu groß. Aber da ich faul bin und viele Fische habe, brauche ich ein bisschen größer Becken. So wie jede Woche mache ich in meinem Aquarium immer ein bisschen grünes Wasser rein. So ein Schwupps reicht schon aus, um das Wasser in Ordnung zu bringen. Falls irgendwelche Probleme sind, und zurzeit habe ich welche, zeige ich euch gleich wieso. So, ich habe das jetzt schön reingekippt. Dann habe ich jetzt 3-mal Futter, Wasserflöhe, Infusorien und Tubifix unten in dem Schwamm. Der Schwamm sollte in Würfel gemacht werden und dann sollte da die Tubifix, kann beim ersten Mal nicht funktionieren, macht euch aber keine Sorgen, beim nächsten Mal wird es wieder. Heute möchte ich euch meinen Neuzugang vorstellen. Hier habe ich 2 von Schmetterlingsbuntbarsche und da habe ich ein Pärchen. Das Weibchen ist leider nie zu sehen, kommt nur sehr selten vor. Diese werden zur Vermehrung bei 27 Grad gehalten und sollten bei mindestens 25, 26 Grad auch gehalten werden in normaler Form. Da 24 Grad einfach zu kalt ist. Das
ein sehr schönes Tier. Und das Weibchen ist ein bisschen kleiner. Ich hoffe, es ist ein Weibchen, weil die sich andauernd versteckt. Oder sie verstehen sich nicht. Das kann ja gut passieren bei denen. Die sind sehr empfindlich, weil die unter sterilen Bedingungen gehalten werden. Ihr wisst, sterile Bedingungen kennt ihr ja von unseren Kindern. Hat ein schwaches Immunsystem, das heißt, die sind, sie reagieren sehr schnell auf allergische Stoffe etc. Also werden allergisch und die Kinder kriegen Asthma und etc. Und deswegen werde ich die gewöhnlich, die jetzt gerade dran, an normales Wasser. Das heißt, ich benutze ihr Regenwasser, aber das ist Metformin versetzt. Deswegen ist es auch eine leichte Farbe. Man muss nicht zu viel Humin nehmen, aber ich hatte jetzt gerade ein Aquarium gesehen, was total wunderschön aussah als Pflanzenaquarium. Das Wasser war kristallklar, aber das Wasser war auch tot. Zu Tode gefiltert und durch Wasserwechsel war das steril, das Wasser. Und in dem Wasser werden auch diese Fische großgezogen. Und dadurch sind die sehr empfindlich und werden gelten als empfindlich. Ich habe aber jetzt einen Züchter, der die in Leitungswasser aufzieht und unter Naturbedingungen. Da bin ich schon gespannt. Leider habe ich das erst nachdem ich die hier geholt habe erfahren. Bin ich gespannt, was draus wird. Ein wunderschöner Fisch. Wirklich traumhaft. Na, jedenfalls, da habe ich auch das mal umgangen. Da habe ich jetzt einen Nanofilter dran. Ich tatsächlich einen Filter dran, obwohl ich das normalerweise ja nicht mehr mache. Ich habe ja eben bei dem anderen Aquarium gesehen, das ist 3 Wochen alt. Und da sind keine Algen, kein gar nichts. Sieht wunderschön aus, das Aquarium. Und hier seht ihr den kleinen Zuwachs. So, wie ihr seht, dieses Aquarium ist etwas trüb heute. Es war noch drüber aus 2 Gründen. Ich hatte zu viel Futter, deswegen habe ich auch so viele Schnecken hier, wie ihr seht. Zu viel Futter, weil ich jetzt so viele Medakas hier reingesetzt hatte. Wusste ich mit der Futtermenge nicht genau Bescheid. Und hatte für meine Wälze hatte ich ein größeres Stück Pappe da reingelegt, was im Nachhinein ein Fehler war, weil die überhaupt nicht interessiert waren an dem Paprika oder kaum interessiert waren. Ich hatte im Video darüber gesehen, dass die sehr gerne essen, aber meine wollten die nicht haben. Und prompt hatte ich den Salat. Am nächsten Tag war das Wasser trübe oder 2 Tage könnte es auch gewesen sein. Leider kann ich zurzeit, habe ich zurzeit gesundheitliche Einschränkungen. Deswegen auch ein Klaus, Entschuldigung, wenn ich auf die E-Mails noch nicht antworte. Ich mach's, wenn es wieder geht. Kann nun mal passieren. Aber den Fischen geht es trotzdem gut. Das ist es eben, das ist der Vorteil, wenn man ein filterloses Aquarium hat. Und eins ohne Wasserwechsel. Man braucht sich keine Sorgen machen, wenn man die Fische mal eine Weile alleine lässt. Ich wurde gefragt, ob ich die, mit wem man die Medakas zusammenhalten kann. Ja, Medakas kann man eigentlich mit allen Fischen zusammenhalten, da sie sehr friedlich sind. Sie sind aber auch sehr lebendig. Meine Perchenwerblinge sind nicht begeistert. Sie tun sich gegenseitig nichts, aber meine Perchenwerblinge, die verstecken sich andauernd. Also fühlen sich nicht ganz so wohl. Meine 2 Sumatrappe haben Gold, ist ein Pärchen, die habe ich mir dazu geholt. Ich hatte schon als Kind immer Sumatrappe haben, das war damals, hatte man die in Genbecken. Heute sind sie als Killerfahrung rufen, dass sie irgendwie die Flossen anfressen oder so. Wir wissen, es gibt immer Ausnahmen in jedem, bei jedem. Wir kennen das auch bei den Menschen. Es gibt nun mal welche, die aus der Reihe tanzen und sich nicht sozial verhalten. Aber deswegen kann man ja nicht gleich alle Sumatrappen über einen Kamm scheren.
Ich kannte das als Kind, dass die in jedem Aquarium mindestens 5 Stück drin waren. Und da ist nie was passiert mit den anderen Barschen oder etc., dass die da an die Flossen reingegangen sind, kannte ich nicht. Also, und das waren 15 Jahre oder so, hatte ich da immer Sumatrabarben mit drin, bei jeglichen Fischen, und die sind nirgendwo reingegangen. Aber nun gut, heute ist es so, wenn einer erzählt, das war so, dann erzählen das leider andere nach, und so glaubt man denn, dass das alle Fische machen. Aber wir kennen das ja aus der Politik, da ist es ja genauso. So, und die Medakas füttern wie alle Fische hier drin, indem sie Eier legen. Wie ihr seht, habe ich hier den Laichmob. Sehr begehrt, da ich zurzeit nicht züchte. Legen sie ihre Eier da ab, und die sind nach 3 bis 4 Stunden, werden sie entweder von den Sumatrabarben, von den Berghuhn-Berblingen oder zum Schluss von den Welzen gefressen. Da brauche ich mir keine Sorge zu machen, haben sie eine wunderschöne Proteinquelle und futtern sich damit voll. Also sollte man, wenn man Medakas züchten will, keine anderen Fische drin halten. Kann ich nur empfehlen. Das war es erstmal heute. Ein bisschen ruhiger. Und das nächste Mal kommt es über Infusorien, ein Video. Und dann stelle ich euch noch das andere Pärchen vor, was ich noch habe. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liken wäre natürlich nett. Danke, ciao.